Lassen Sie sich frei informieren. Abonnieren Sie Eilmeldung TV. Und auch der grüne Oberbürgermeister dieser Stadt und der grüne Ministerpräsident dieses Landes sind Teil des Problems. Heute stellen Sie sich hin und tun so, als hätte keiner ahnen können, dass so etwas einmal passieren kann. Was für eine Heuchelei. Gewaltbereite Linke und aggressive junge Männer mit Migrationshintergrund, mit und ohne deutschen Pass, die auf den Rechtsstaat und unsere Polizei pfeifen, gibt es auch in Stuttgart schon lange, liebe Freunde. Und die Verantwortlichen haben einfach weggeschaut. Das ist doch die Wahrheit. Für friedliche, einheimische Normalbürger, besonders für Frauen, ist es auch in Stuttgart schon lange gefährlich, nachts in manchen Ecken der Stadt noch nach draußen zu gehen. Unsere Polizisten leisten Bewundernswertes, um unter diesen Bedingungen Recht und Ordnung trotz allem aufrechtzuerhalten. Statt ihnen, der Polizei, die volle Rückendeckung zu geben, machen die etablierte Politik und linke Einpeitscher sie immer wieder zum Prügelknaben. Grün-linke Politiker wie die SPD-Chefin Saskia Esken, auch sie kommt leider aus diesem schönen Bundesland Baden-Württemberg, sind ein besonders großer Teil dieses Problems. Ebenso wie die pseudo-bürgerlichen Umfaller, ich denke da zum Beispiel an unseren Bundesinnenminister, den Horst Drehofer, die vor jedem grün-linken Shitstorm in die Knie gehen, statt unserer Polizei und die rechtschaffenen Bürger gegen Diffamierung zu verteidigen. Frau Esken bekennt sich schamlos zur linksextremen Antifa und unterstellt unserer Polizei bösartig ein Rassismusproblem. Und solche Zündeleien sind in den letzten Wochen wie eine wirkliche Pandemie über unser Land gezogen. Das war der Funken an der Lunte, der das Pulverfass zum Explodieren brachte. Liebe Freunde, die Stuttgarter Krawallnacht war ein lautes Warnsignal. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen Ross und Reiter beim Namen nennen und wir müssen Konsequenzen daraus ziehen. Wer als Einwanderer in dieses Land kommt, aber unsere Rechtsordnung missachtet, Polizisten angreift und den Aufstand gegen das staatliche Gewaltmonopol probt, der hat in diesem Land nichts verloren. Gewaltbereite Linksextremisten sind keine Kämpfer für das Gute, sondern gefährliche Kriminelle, gegen die der Rechtsstaat konsequent vorgehen muss. Die Antifa, zu der sich Saskia Esken und im Bundestag viele Abgeordnete bekennen, ist eine Terrororganisation, die verboten werden muss, liebe Freunde. Und wer Polizeibeamte willkürlich unter Generalverdacht stellt und sie mit politisch korrekten Auflagen und Schikanen daran hindert, ihre Arbeit zu tun, der hat als Demokrat versagt, liebe Freunde. Das alles sind unsere Forderungen und darum sind wir heute hier. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Und wir als AfD kämpfen weiter für Sie, für unsere Werte, für unseren Rechtsstaat in Stuttgart, in Baden-Württemberg und in Berlin. Es ist unser Land, unsere Freiheit und unsere Lebensart. Und die lassen wir uns nicht wegnehmen. Dankeschön.
So, und als nächsten Redner darf ich denjenigen ankündigen, der von dem ganzen Thema, von dem Sujet am meisten Ahnung hat. Das ist Martin Hess aus dem Landesvorstand. Lieber Martin, komm auf die Bühne. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ein herzliches Gott, meine lieben Freunde. Lassen Sie mich mit einer klaren Botschaft an diese Schreihälse hier draußen beginnen. Wenn ihr meint, uns niederbrüllen zu können, dann muss ich euch enttäuschen. Je lauter ihr schreit, umso stärker wird unser Widerstand sein. Liebe Freunde, wer hätte sich das träumen lassen? Dass solche Gewaltorgien, wie wir sie bisher nur aus Berlin, aus Bremen, aus Hamburg und aus Großstädten in Nordrhein-Westfalen kennen, jemals in Stuttgart Realität werden könnten. Ich war 27 Jahre lang Polizeibeamter. Ich war auch sehr oft hier in Stuttgart eingesetzt. Und noch vor 10 Jahren wären solche Ausschreitungen niemals möglich gewesen. Da kann man nur sagen, vielen Dank an die grünen Wähler, geliefert wie bestellt, liebe Freunde. Und die CDU, die ist ja auch nicht arg viel besser, wenn sie mit dem Erzfeind der Polizei, der Grünen, entsprechend koaliert. Stuttgart ist der unwiderlegbare Beweis dafür, dass die Regierung im Bund, in Baden-Württemberg, aber eben auch das Rathaus hier in Stuttgart politisch total versagt haben. Und wer die Sicherheit in unserem Land so an die Wand fährt, liebe Freunde, der darf nicht länger Regierungsverantwortung tragen. Aber fast noch schlimmer ist es ja, dass sie versuchen, uns mit vollem Vorsatz für dumm zu verkaufen, anstatt die Täter klar und deutlich zu benennen. Sprechen Sie von der Party- und Eventszene. Und dabei kann doch jetzt wirklich jeder einzelne Bürger, der diese Videos gesehen hat, klar und deutlich erkennen und vor allem auch hören, wer die wirklichen Täter waren. Denn Peter, Karl-Heinz und Helmut, die rufen nicht Allahu Akbar, wenn sie am Sonntag bzw. am Wochenende durch Stuttgart laufen. Die Täter, liebe Freunde, war nicht das Party- und Eventpublikum, sondern überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund. Und diese Wahrheit muss klar benannt und formuliert werden. Und die Zeit, in der uns die Politik, uns die Bürger nahezu folgenlos und konsequenzlos belügen konnte, so wie sie es jetzt wieder versuchen, die muss endgültig der Vergangenheit angehören. Mut zur Wahrheit ist das Gebot der Stunde und von den Tätern hatte ein Teil einen klaren Flüchtlingsbezug. Das belegen auch die Festnahmen, die getätigt worden sind. Und der andere Teil gehört zur zweiten und dritten Generation von Migranten, die sich ganz offensichtlich nicht integriert haben, die unseren Staat und unsere Polizei verachten und an diesem Abend ihrer Polizeifeindlichkeit freien Lauf gelassen haben. Und genau diesen Leuten muss unser Staat jetzt endlich mit gnadenloser Nulltoleranz und maximal robustem Einschreiten die Grenze aufzeigen. Wenn wir jetzt nicht konsequent gegensteuern, liebe Freunde, dann werden wir auf lange Sicht Zustände bekommen, wie in den französischen Vororten, wo die Polizei nichts mehr zu melden hat. Aber diesen Ausverkauf unserer Sicherheit, und das kann ich euch versprechen, wird die AfD niemals zulassen. Und dann haben wir als Täter noch Vermummte gehabt, die Fuck the System und Fuck the Police schreiend, während sie hemmungslos ihre gewaltfreien Lauf lassen. Und trotzdem erzählt uns Stadt und das Innenministerium und die Polizeiführung insbesondere, es habe keinen politischen Hintergrund gegeben. Liebe Freunde, wenn Täter Allah Akbar schreiend und Fuck the System und Fuck the Police schreiend durch diese Stadt marodieren, dann hat das sehr wohl einen politischen Hintergrund, und zwar einen islamistischen und einen linksextremistischen, und dann muss man das auch so benennen. Wer das leugnet, der negiert die Realität und disqualifiziert sich im Bereich der politischen Führung für unser Land, aber auch für diese Stadt selbst. Um nicht missverstanden zu werden, natürlich gab es auch deutsche Täter. Und weder
alle Flüchtlinge noch alle Migranten sind kriminell. Aber wir müssen uns endlich ehrlich machen. Wir müssen die ideologische Brille ablegen und zur Kenntnis nehmen, dass ein erheblicher Teil der Personen, die als Flüchtlinge seit 2015 in unser Land gekommen sind, und einen erheblichen Teil der Migranten der zweiten und dritten Generation in unserem Land ein massives Problem mit unserem Rechtsstaat, mit unserer Grund- und Werteordnung und mit unserer Polizei haben. Und das muss der Staat jetzt endlich mit aller Entschlossenheit lösen, weil er sich sonst lächerlich macht und unsere Sicherheit immer weiter erodiert. Da kann es keine zwei Meinungen mehr geben, liebe Freunde. Wir brauchen deshalb sofort einen radikalen Wandel unserer Sicherheits-, unserer Migrations- und unserer Integrationspolitik. Das Versagen der Altparteien dürfen wir Bürger uns nicht länger gefallen lassen. Deeskalation, und das hat Stuttgart klar gezeigt, ist als Strategieansatz für die Polizei komplett gescheitert. Was wir brauchen, ist eine klare Null-Toleranz-Strategie-Vorgabe an unsere Polizei gegen alle Gewalttäter und Extremisten und vor allem auch gegen Linksextremisten. Es darf keinen Migrationsbonus und keinen Linksextremismusbonus in unserem Lande geben. Wer in diesem Land Gewalt gegen den Staat und seine Bürger anwendet, dem muss der Rechtsstaat endlich mit maximaler Robustheit und voller Härte entschlossen entgegentreten. In der Migrationspolitik, liebe Freunde, brauchen wir ebenso einen Wandel. Schluss mit der Zuwanderung junger Männer mit höchst problematischer und kulturinkompatibler Sozialisation. Wer keinen Respekt vor unserem Rechtsstaat und unserer Polizei hat, der hat in unserem Land schlicht und ergreifend nichts zu suchen. Und das Gleiche gilt für unsere Integrationspolitik. Es muss Schluss sein mit der Toleranz gegenüber Parallelgesellschaften. Unser Land, unsere Regeln, und das müssen wir endlich deutlich artikulieren und auch umsetzen. Und nicht wie die CDU in Nordrhein-Westfalen die Flugblätter an Autobahnblockierer verteilt, sondern, liebe Freunde, mit knallharten, spürbaren und nachhaltigen Maßnahmen und gegen Parallelgesellschaften. Da helfen eben nur erstens konsequente Abschiebungen, zweitens maximale Vermögensabschöpfung und drittens, und das sage ich in aller Deutlichkeit, bei Totalintegrationsverweigerern darf auch der Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit, sofern sie sie haben, kein Tabu sein. Grün-Schwarz, liebe Freunde, und das merken wir in Berlin ganz intensiv, das spüren wir dort, das soll ja das neue Zukunftsmodell auch im Bund sein. Und auch Friedrich Merz, der Hoffnungsträger der CDU, hat sich ja in diese Richtung geäußert. Und wo das hinführt, das haben wir jetzt in Stuttgart gesehen. Grün-Schwarz, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, hat in Stuttgart gnadenlos unsere Polizei im Stich gelassen. Denn diese Gewaltorgie war absehbar. Es gab auch schon in der Vergangenheit Auseinandersetzungen von Migrantengruppen und Linksextremisten mit unserer Polizei. Aber anstatt konsequent gegenzusteuern und der Polizei den Rücken zu stärken und klar zu zeigen, wer hier in diesem Staat das Sagen hat, haben sowohl der grüne Oberbürgermeister als auch der schwarze Innenminister die Polizei alleine gelassen. Wer so handelt, der verletzt nicht nur seine Fürsorgepflicht als Dienstherr, nein, der befördert eine Erosion unseres Rechtsstaates und lässt zu, dass Staats- und Polizeifeindlichkeit in unserem Land immer weiter um sich greift. Solche Sicherheitspolitiker, liebe Freunde, braucht kein Mensch. Wer grün oder schwarz wählt, und das muss jedem klar sein, und das gilt im Übrigen auch für alle anderen Altparteien, der bekommt keine Sicherheit, sondern immer mehr Chaos und immer mehr Gewalt auf unseren Straßen. Weil alle Altparteien, nämlich nicht so wie wir, bedingungslos hinter unserer Polizei stehen. Wenn wir uns anschauen, was Seehofer wieder für ein jämmerliches Schauspiel geboten hat, da schreibt eine Journalistin in der Taz einen absolut unterirdischen Artikel. Da wird den Polizeibeamten generell in Deutschland das Menschsein abgesprochen. Sie werden mit Müll verglichen. Und dann kommt jener Seehofer und sagt, so etwas geht gar nicht. Da müsse man eine Anzeige erstatten. Wobei er natürlich zu spät kommt, denn die deutsche Polizeigewerkschaft hat das ja bereits getan. Und zum Zweiten
lässt er sich dann auch noch umstimmen. Er hat wieder ein Gespräch mit der Kanzlerin und tut es dann nicht. Meinungsaustausch im Sinne von Seehofer mit der Kanzlerin bedeutet, Seehofer geht mit seiner Meinung in das Gespräch rein und kommt mit der Meinung der Kanzlerin aus diesem Gespräch wieder raus. Und solche Innenminister ohne Entschlossenheit, ohne Rückgrat, die müssen so schnell wie möglich weg, liebe Freunde. Wir Bürger, wir haben ein Anrecht darauf, dass unser Staat bestmöglich uns alle schützt. Aber genau das tun Politiker der Altparteien eben nicht. Und deshalb müssen wir Bürger diese Politiker, die für diese desaströsen Zustände in unserem Land verantwortlich sind, so schnell wie möglich auf die Oppositionsbank schicken. Die AfD ist die einzige politische Kraft in diesem Land, die für Recht und Ordnung steht und für eine starke Polizei, die uns Bürger schützt. Wir lassen unsere Polizisten nicht alleine. Ihr leistet mit viel Engagement und mit vollem Einsatz trotz der widrigen Rahmenbedingungen, die die Altparteien zu verantworten haben, eine herausragende Arbeit. Und deshalb machen wir auch nicht mit bei diesen Diffamierungskampagnen von den Altparteien, die unserer Polizei latenten Rassismus oder Rechtsextremismus unterstellen. Denn wir wissen, unsere Polizisten sind weder Rassisten noch sind sie Rechtsextremisten. Unsere Polizisten, das sind Männer und Frauen, die ihr Bestes geben, damit wir sicher leben können. Und deshalb stehen wir voll hinter euch und geben euch volle, maximale Rückendeckung. Lassen Sie mich noch einen Ausblick wagen für die, die immer noch nicht überzeugt sind, dass Grün nicht die Lösung der Probleme ist, sondern maximaler Bestandteil dieser Probleme. Sie müssen nur nach Berlin schauen, in das Land Berlin, und müssen sich anschauen, was Grün, Rot und Links dort an der öffentlichen Sicherheit verbricht. Dort wird das Polizeigesetz geändert, dort werden Antidiskriminierungsgesetze verabschiedet, die eine Beweislastumkehr enthalten. Die Polizei muss jetzt dort beweisen, dass sie nicht aus rassistischen Gründen kontrolliert hat. Was für ein sicherheitspolitischer Irrsinn. Dort ist ein Polizeibeauftragter installiert worden, der die Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen gegen Polizeibeamte unterstützt. Und letzten Endes wollen sie dort allen Ernstes das Deeskalationsprinzip, das ja nachweislich gescheitert ist, zum Gesetz erheben. Ich sage es noch einmal, wer Grün, Rot, Links und die sonstigen Altparteien wählt, der wählt nicht mehr Sicherheit, sondern noch mehr Chaos und Gewalt auf unseren Straßen. Und das dürfen wir nicht zulassen, liebe Freunde. Wer in Deutschland sicher leben will, der muss dafür sorgen, dass dieser sicherheitspolitische Amoklauf dieser Altparteien endlich nachhaltig beendet wird. Das sind wir vor allem auch unseren Kindern und Enkeln schuldig, denn die werden uns fragen, was wir denn getan haben. In 10, 20 Jahren werden sie uns alle fragen, was wir getan haben, um diese Zustände zu ändern und Deutschland wieder sicher zu machen. Und ich sage euch, jeder verantwortungsvolle Bürger in diesem Land, der sollte dann in 10 oder 20 Jahren seinen Kindern und Enkeln sagen können, ich habe dafür gesorgt, dass Deutschland wieder sicher ist. Ich habe damals die AfD gewählt. Liebe Freunde, ich kann euch versprechen, wir, die AfD, werden Deutschland wieder sicher machen und deshalb nur noch AfD. In diesem Sinne bedanke ich mich. Und ich übergebe jetzt dem Markus Frohnmeier für die Überleitung das Wort. So, meine Damen und Herren, ich darf jetzt ankündigen unseren stellvertretenden Landessprecher Marc Jongen. So, schön. Liebe Mutbürger, liebe Freunde und Verteidiger des Rechtsstaats, so schnell sehen wir uns wieder hier auf diesem Platz. Wer hätte das gedacht? Und was für ein trauriger Anlass. Wir haben hier in Stuttgart am vergangenen Wochenende Szenen erlebt, die wir uns vor kurzem noch nicht hätten vorstellen können und die uns unglaublich wütend gemacht haben. Ein großteils migrantischer Mob, unterstützt von mutmaßlichen Linksfaschisten, die hier draußen auch wieder brüllen, zieht
marodierend durch die Innenstadt, schlägt Schaufenster ein, plündert Geschäfte, zerstört Polizeifahrzeuge, verletzt mit ungeheurer Brutalität Polizeibeamte. Szenen wie aus dem Bürgerkrieg, liebe Freunde, die uns jetzt hier erneut auf die Straße bringen und uns klar sagen lassen, wehret den Anfängen, Solidarität mit unserer Polizei, null Toleranz mit den Feinden unserer Kultur und des Rechtsstaats. Und fast noch wütender, liebe Freunde, als diese Taten selbst, haben uns die Reaktionen der Medien und der Regierenden gemacht. Wie bei der Kölner Silvesternacht damals wird da zuerst vertuscht, dann verharmlost, dann schön geredet. Von Party- und Eventszene war die Rede. Liebe Freunde, Kölle Alaaf ist bekannt als Kölner Karnevalsruf. Aber dass Allahu Akbar ein Stuttgarter Partyruf sein soll, das haben wir nie gehört. Und das werden wir uns auch nicht einreden lassen. Für wie dumm hält man die Bürger eigentlich? Und das erinnert mich an einen russischen Philosophen, der die Stalinzeit mit einem langen, blutigen Karneval verglichen hat, in dem nämlich die Gesetze des Rechtsstaats aufgehoben waren. Liebe Freunde, auf eine solche Party können wir verzichten. Wir wollen Partys im Rechtsstaat, aber keine Party auf den Trümmern des Rechtsstaats. Und wer glaubt, solche hier feiern zu müssen, der ist ganz bestimmt kein Schutzsuchender, sondern ein Krimineller, der in unserem Land nichts, aber auch gar nichts verloren hat. Und immerhin hat Ministerpräsident Kretschmann erkannt, dass sich die Bevölkerung nicht so schamlos mehr hinters Licht führen lässt. Und er hat von Landfriedensbruch gesprochen. Ganz richtig. Aber zugleich stellt sich Herr Kretschmann hin, wie aus allen Wolken gefallen und sagt, das hat niemand ahnen können. Ich sage Ihnen, Herr Kretschmann, bitte tun Sie nicht so unschuldig. Wir haben es nicht nur geahnt, wir haben es seit Jahren vorhergesagt, was passieren wird, wenn Sie fortfahren mit Ihrer Politik der Masseneinwanderung, wenn Sie den Parallelgesellschaften keinen Einhalt gebieten, stattdessen Polizei als Rassisten diffamieren und sich zur Antifa bekennen, wie es Frau Esken, die SPD-Vorsitzende, kürzlich getan hat. Dann ist Stuttgart die logische Folge. Sie sind dafür verantwortlich und wir werden Sie aus dieser Verantwortung nicht entlassen. Ja, und hat man nicht Frau Merkel noch vor einigen Jahren sagen hören, Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert? Aber was kümmert diese Frau ihr Geschwätz von gestern, wenn sie heute einen anderen Pfeifenton hört aus der globalistischen Agenda, nachdem sie zu tanzen hat? Und darum bitte ich Sie, glauben Sie nicht den Pseudobürgerlichen von der CDU oder FDP, den Laschets, den Merz, den Söders, Drehhofers und Strobels und Eisenmanns und wie sie alle heißen. Sie haben Adenauer verraten, sie haben Franz Josef Strauß verraten und sie würden ihre eigene Großmutter verkaufen, nur um an der Macht zu bleiben. Friedrich Merz, mein Vorredner hat es gesagt, hat jetzt verkündet, mit den Grünen koalieren zu wollen und Söder sieht in der AfD den Hauptfeind. Nein, das sind Steigbügelhalter und willige Vollstrecker des Linksradikalismus in diesem Land. Es gibt nur eine Kraft, die für Recht und Ordnung sorgen und den Rechtsstaat verteidigen kann in Deutschland. Und das ist die AfD, die Alternative für Deutschland. Und jetzt wollen Sie uns aber den Mund verbieten, liebe Freunde. Wir sollen die Wahrheit nicht mehr sagen dürfen. Sie nennen es Hassrede, aber es ist nichts anderes als Zensur. Eine Zensur findet wieder statt in Deutschland. Das ist gegen das Grundgesetz. Wir sprechen hier nicht von Beleidigung, übler Nachrede, Gewaltandrohung, Volksverhetzung. Das ist alles strafbar und soll es auch bleiben. Wir sprechen hier von der Kriminalisierung völlig legitimer Meinungsäußerungen. Ein eigenes Gesetz gegen sogenannten Hass im Netz ist jetzt erlassen worden. Sogenannte Hasskommentare
müssen nicht nur gelöscht werden, sondern die IP-Adressen der Urheber müssen der Polizei gemeldet werden. Es drohen drakonische Strafen. Erst machen Sie eine Politik, die das Volk nur noch wütend macht, und dann erklären Sie diese Wut zum Verbrechen. Aber wenn es keine freie Meinungsäußerung mehr gibt, dann stirbt der Rechtsstaat, dann stirbt auch die Demokratie. Und das werden wir nicht zulassen. Und darum wird unsere erste Amtshandlung sein, wenn wir regieren, liebe Freunde, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das Gesetz gegen Hassrede wieder abzuschaffen. Und damit schaffen wir auch diese linke Hassindustrie ab, von der sogar der Fokus jetzt schreibt, das sind ehemalige Stasi-Spitzel aus der DDR unterwegs, die das Netz nach sogenannten Hasskommentaren absuchen. Die werden mit Millionen gefördert von unserer Bundesregierung. Eine Schande für Deutschland, liebe Freunde. Und Facebook geht ja sogar noch sozusagen freiwillig einen Schritt weiter. Mark Zuckerberg hat erklärt, Beiträge verbieten zu wollen, die, wonach Menschen, die einer bestimmten, und ich zitiere jetzt, Rasse, Ethnie, nationalen Herkunft, Religion, Kaste, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder eines bestimmten Einwanderungsstatus angehören, eine Bedrohung für körperliche Sicherheit, Gesundheit oder das Überleben anderer darstellen, Zitat Ende. Und Politiker reden, die man nicht verbieten kann, die sollen mit einem Hinweis künftig versehen werden, nach dem Motto Achtung Hassrede. Mit anderen Worten, liebe Freunde, es soll nur noch Einzelfälle geben dürfen. Die Wahrheit darf nicht mehr gesagt werden. Und die Wahrheit ist aber, dass es Kulturen gibt, die besser und solche, die weniger gut zu uns passen. Und wenn es eben regelmäßig Angehörige der islamischen Religion sind, die durch ihres aggressives Verhalten auffallen, die sich nicht integrieren wollen und die unserer Kultur den Kampf angesagt haben, dann sind das für uns nicht einfach Männer. Das ist auch keine Partyszene, sondern dann werden wir das Kind auch weiterhin beim Namen nennen. Wir werden uns nicht den Mund verbieten lassen, liebe Freunde. Und wir werden dafür sorgen, dass ihr es auch nicht dürft, auch weiterhin dürft. Natürlich sind es nicht alle, natürlich sind viele Muslime friedliebend, sind integriert und sind unsere Mitbürger. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um ein strukturelles Problem mit bestimmten Einwanderergruppen, das sich jetzt in Stuttgart wieder gezeigt hat. Und wenn man das nicht benennen darf, wird man das Problem niemals lösen können. Nur die AfD hat diesen Mut zur Wahrheit. Darum können wir nur wir mit euch gemeinsam die notwendige Politikwende in diesem Land herbeiführen. Packen wir es an. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich kündige mich jetzt einfach selber an. Eigentlich war es nicht so abgesprochen, aber ich freue mich, dass ich heute auch zu euch sprechen darf. Mein Name ist Markus Frohnmeier, ich bin der stellvertretende Landesvorsitzende und in Berlin bin ich zuständig für die Entwicklungszusammenarbeit. Meine Damen und Herren, es ist eine gute Tradition, dass ehrenwerte Berufsgruppen einen Schutzpatron haben. Der heilige Josef ist der Schutzpatron der Zimmerleute. Sankt Michael ist der Schutzpatron der Polizei. Und seit der Nacht zum vergangenen Sonntag hat auch die weniger ehrenwerte, aber dafür stetig wachsende Event- und Partyszene in der Landeshauptstadt einen Schutzpatron. Meine Damen und Herren, Sankt Sonnenbank oder besser bekannt als Sankt Strobel. »19 verletzte Polizisten und ein belagertes Polizeirevier auf der Theo. Die Polizei, die musste warten und durfte nicht herauskommen. Und draußen auf der Straße, da waren überwiegend junge orientalische Windowshopper unterwegs. Das ist die Bilanz vom Wochenende. Und was macht der Innenminister? Strobel spricht von einer, Zitat,
Herausforderung für den Rechtsstaat. Herr Strobel, das, was Sie hier abgeliefert haben, das ist keine Herausforderung, das ist eine Überforderung, meine Damen und Herren. Ein Innenminister, der sorgt für Ordnung. Und wenn Sie das nicht können, dann lassen Sie doch mal den Kollegen Martin Hess ran. Stattdessen versteckt sich der Strobel hinter Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen. Kuhn müsse man, lässt er verlauten, jetzt in die Pflicht nehmen. Von Kuhn, meine Damen und Herren, kann diese Stadt nichts mehr erwarten. Kuhn ist doch mental schon lange im Ruhestand. Gehen wir vom Rathaus nach Berlin und schauen zur SPD. Saskia Esken, für den Vorsitz vom Fasnet-Verein im Willy-Brandt-Haus, da kassiert die Esken jetzt jeden Monat 25.000 Euro. Und für diese 25.000 Euro, da bekommt der Bürger, da bekommen wir einiges geboten. Frau Esken sagt über die deutsche Polizei, Zitat, in Deutschland gibt es einen latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, die durch Maßnahmen der inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen. Zitat Ende. Esken erklärt unsere Polizei zu latenten Rassisten. Liebe Freunde, Saskia Esken gibt diesen asozialen Anarchisten einen Freifahrtschein, den Freifahrtschein, um auf jede Polizeikontrolle mit Ausfällen, Aggression und Gewalt zu reagieren, den Freifahrtschein für Rechtsbruch, Chaos und Plünderungen. Und liebe Freunde, wollen Sie das? Wer hat uns verraten? Das könnt ihr besser. Wer hat uns verraten? Richtig, die Sozialdemokraten. Die SPD hat unsere Polizei verraten. Die SPD hat unseren Rechtsstaat verraten. Die SPD hat Deutschland verraten, meine Damen und Herren. Aber die SPD ist nicht allein. Blicken wir mal auf die Medien. Keiner wollte heute über unsere Veranstaltung hier in Stuttgart berichten. Im Vorfeld haben Sie nichts gelesen, aber wenn es um die Polizei, wenn es gegen die Polizei geht, wenn es gegen den Rechtsstaat geht, dann sind die linken Schreibstuben ganz vorne mit dabei. Für die Taz arbeitet eine Frau Hengame Jagobifara. Das ist Neudeutsch und das steht für "Ich bin ein linksextremer Schmierfink". Frau Jagobifara betreut für die Taz den Bereich Queerness, Feminismus, Antirassismus, Popkultur und Medienästhetik. Wahrscheinlich kann man das alles mittlerweile in Berlin studieren. Das würde mich nicht wundern. In ihrem Artikel schreibt sie über die deutsche Polizei, ich zitiere, wenn die Polizei abgeschafft wird, in welchen Branchen kann man Ex-Cops dann überhaupt noch reinlassen? Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein. Sie sagt, die Mülldeponie. Nichts als Müllmenschen, sondern auf der Halde, also nicht als Müllmenschen, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind, wo sie ihresgleichen fühlen. Und da fühlen sie sich dann auch, Zitat, bestimmt selber am wohlsten. Das sagt diese Journalistin von der Taz. Meine Damen und Herren, für Medien, für Politik ist das überwiegend nur Satire. Alles gar nicht so schlimm, kann man und muss man doch mal sagen dürfen. Meine Damen und Herren, Sie wissen es, ich kann auch Satire. Ich bin gut in Satire und darum sage ich eines ganz klar. Liebe Frau Jagobifara, das hört sich wie von Star Wars an, wer so spricht, der gehört nicht nach Deutschland, der gehört auf die Müllhalden des Orients. Vielen Dank. Der Hetzartikel von Frau Jagobifara hat sogar bei der Union leichtes Unwohlsein ausgelöst. Horst Seehofer hat angekündigt, dass wegen des Taz-Artikels jetzt Strafanzeige erstattet wird. Und was ist daraus geworden?
Nichts ist draus geworden. Würde ich den Duden herausgeben, dann wäre Seehofer das ultimative Synonym für Wendehals, meine Damen und Herren. Und zum Glück gibt es aber auch noch die AfD. Wir sagen nicht nur, was wir tun auch, was wir sagen. Und wir haben Anzeige erstattet, meine Damen und Herren. Und dann ist mir zum Schluss schon noch ein Anliegen, eines anzusprechen. Was die Altparteien da probiert haben, sind die Ausschreitungen, die wir in den Vereinigten Staaten erleben, hier nach Deutschland, hierher zu uns zu bringen. Und hier gab es über viele Jahrzehnte einen Konsens, dass wir nämlich farbenblind sind. Mir ist völlig egal, wo jemand herkommt. Mir ist völlig egal, welche Hautfarbe jemand hat. Für mich ist nur wichtig, dass sich jemand benimmt, dass sich jemand bereit ist, dass er die Werte, die wir hier leben, die Werte, die wir verteidigen, auch bereit ist, an die eigenen Kinder weiterzugeben. Und jeder, der das tut, der ist hier in Deutschland, der ist hier bei uns. Herzlich willkommen. Und darum spreche ich es an. Es gibt da einen Malcolm Ohanwe. Herr Ohanwe, der arbeitet für die zwangsgebührenfinanzierten Deutsche Welle und macht bei der Deutschen Welle und auch beim Bayerischen Rundfunk regelmäßig, man muss es so sagen, rassistische Propaganda. Und ich habe Ihnen heute mal eine Kostprobe mitgebracht. Am 2. Januar 2020 schrieb dieser Herr Ohanwe, der quasi von unseren GZ-Gebühren mitbezahlt wird, Zitat: Warum gibt es eigentlich noch keinen Hollywood-Film zur haitianischen Revolution, wo die schwarze Bevölkerung ihre weißen und französischen Kolonialherren triumphal niedergezwungen hat? Ich würde das sehr gerne im Kino sehen. Dazu teilt Ohanwe ein Foto von Weißen am Galgen. Meine Damen und Herren, in einem anderen Tweet schreibt der zwangsgebührenfinanzierte Journalist: Wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe und sehe, wie ein Zitat Blondschopf ein Brötchen bestellt, muss ich irgendwie sicher gehen können, dass es kein blutrünstiger Neonazi-Mörder ist, der eigentlich in den Knast gehört. Wer nimmt mir diese Angst? Wer befriedet jetzt mein Unbehagen? Das sagt der Herr Ohanwe, der von Ihren Zwangsgebühren finanziert wird und lebt. Lieber Herr Ohanwe, wenn ein Blondschopf beim Bäcker so viel Unbehagen bereitet, dann habe ich Ihnen heute einen Vorschlag zu machen. Gute Reise. Meine Damen und Herren, zum Abschluss, wir von der AfD, wir werden nicht zulassen, dass diese Herren unsere Städte plündern. Wir werden nicht dulden, dass diese Leute Menschen wegen ihrer Hautfarbe angreifen. Und wir werden auch nicht dulden, dass diese Leute unseren Rechtsstaat zerstören. Vielen Dank. Und ich habe noch eine sehr erfreuliche Meldung zu machen. Unser Einlass hat jetzt über 300 Teilnehmer gezählt, um es ganz genau zu machen, 320. Vielen Dank, dass Sie unter den widrigsten Bedingungen mit den ganzen Chaoten da draußen heute hierher nach Stuttgart gekommen sind. Aber sehen Sie es mal so, wenn die hier sind und gegen die AfD demonstrieren, dann haben Sie wenigstens schon einen Dienst getan, liebe Besucher. Sie sorgen mit dafür, dass Sie hier nicht die Innenstadt zerlegen. Immerhin. Und ich darf jetzt ankündigen, meinen Kollege aus dem Deutschen Bundestag, der Kollege aus dem Landesvorstand, unseren Landesgruppensprecher der AfD Baden-Württemberg im Bundestag, den Kollegen Marc Bernhard. Liebe Freunde, was für ein Wahnsinn! Bürgerkriegsähnliche Zustände, staatlicher Kontrollverlust, Bilder aus unserer Landeshauptstadt Stuttgart, wie wir sie bisher nur aus Pariser Vorstädten und aus den USA gekannt haben. 500 Gewalttäter vermummt, Allahu Akbar rufend, Faktor Police schreiend und randalierend durch Stuttgart gezogen, Geschäfte geplündert und zerstört, Pflastersteine auf Polizeiautos und Polizisten geworfen. Die Bilanz: 40 zerstörte Geschäfte.
9 geplünderte Geschäfte und 32 verletzte Polizisten. Die Situation ist völlig außer Kontrolle geraten und mit allergrößter Not ist es der Polizei gelungen, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Das ist die Schreckensbilanz einer Krawallnacht, wie wir sie noch nie in Baden-Württemberg erlebt haben. Und so hat es ja auch die Polizei, die vor Ort war, beschrieben. Und so konnten wir das auch alle auf Videos uns anschauen. Und was macht dann am nächsten Tag der Polizeipräsident zusammen mit den Politikern der CDU, SPD und den Grünen daraus? Eine Party- und Eventszene, die etwas über die Stränge geschlagen hat. Warum wird denn sein Unsinn erzählt, liebe Freunde? Warum wird uns so ein Unsinn erzählt? Ganz einfach. Stellt euch doch einfach mal ein Land vor, in dem der Präsident Gruppierungen unterstützt, die Gewalt gegen Polizisten und den Hass auf das eigene Land predigen. Eine seiner Lieblingsbands heißt Feine Sahne Fischfilet, die gern auf Konzerten grölt. Die Bullenhelme, sie sollen fliegen. Eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein. Die Ostsee soll frei von Bullen sein. Polizist sein heißt, dass Menschen mit Meinungen Feinde sind. Die nächste Bullenwache ist nur einen Steinwurf entfernt. Oder? Deutschland ist scheiße. Deutschland ist Dreck. Deutschland verrecke. Das wäre wunderbar. Das ist eine der Lieblingsbands des Bundespräsidenten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was für eine Schande für dieses Land. Und stellt euch weiter vor, ein Land vor, in dem die Kanzlerin den obersten Dienstherrn der Polizei nötigt, auf eine Anzeige gegen eine Journalistin zu verzichten, die Polizisten auf die Müllhalde werfen will. Dann seid ihr im Deutschland des Jahres 2020 angekommen, liebe Freunde. Und genau aus diesem Grund, weil die Polizei Angst hat, Angst vor Diffamierung. Wir müssen uns mal vorstellen, was hier passiert ist. Wochenlang ist hier in diesem Land eine unsägliche Hetzkampagne gegen die Polizei gelaufen. Eine unsägliche Rassismusdebatte, die nichts, aber auch gar nichts mit unserem Land zu tun hat. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das größte Problem in diesem Land, dass die Polizei keine Rückendeckung von der eigenen Führung, schon gar nicht von den Altparteienpolitikern hat. Das ist das größte Problem unseres Landes, liebe Freunde. Und wenn dann noch die SPD-Vorsitzende Esken sagt, wir von der SPD, wir sind alle Antifa, liebe Freunde, dann wissen wir, wes Geisteskindes diese Leute sind. Die müssen weg von der Regierung und zwar sofort. Und ich stelle mir noch eine Frage angesichts dieser ganzen Rassendemonstrationen, die wir hatten. Wenn doch die Menschen in Deutschland so rassistisch und böse sind, warum ist Deutschland dann das beliebteste Zuwanderungsland? Mit den meisten Zuwanderungen weltweit. Allein im Jahr 2018 sind 1,6 Millionen Menschen nach Deutschland zugewandert, liebe Freunde. Rassismus in Deutschland ist nichts als ein aufgebauschtes Problem, das nichts, aber auch gar nichts mit der Wirklichkeit in unserem Land zu tun hat. Und warum erzählen uns die Politiker der Altparteien diese ganzen Lügen? Warum benutzen sie eine manipulative Sprachregelung wie Party- und Eventszene? Nicht nur, um die Gewalttäter zu schützen, sondern vor allem, um sich selbst zu schützen, liebe Freunde. Denn die politisch Verantwortlichen für diese Situation, für diese Gewalttaten in Berlin sind Merkel, Steinmeier, Kretschmann, Strobel und Seehofer.
Und die Reaktionen der Altparteienpolitiker erinnern mich in fataler Weise und in Relotius-Manier an die fürchterliche Silvesternacht 2015 auf der Kölner Domplatte. Genau wie damals soll auch hier und heute wieder in Stuttgart alles vertuscht und unter den Teppich gekehrt werden. Das werden wir aber nicht zulassen, liebe Freunde. Denn das Totschweigen von Fakten löst keine Probleme, sondern macht sie immer nur noch größer. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass Thilo Sarrazin mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab noch einmal versucht hat, die Menschen in unserem Land wachzurütteln. Merkels Fazit damals war wenig hilfreich. Stattdessen, was hat sie gemacht? Öffnung der Grenzen, faktische Abschaffung sämtlicher Grenzkontrollen, UN-Migrationspakt und massive Umsiedlungsprogramme nach Deutschland. Stuttgarter Zustände entstehen nicht von heute auf morgen, sondern entwickeln sich auf dem Nährboden linksgrüner Ideologie, die im Bundeskanzleramt längst Staatsdoktrin geworden ist, liebe Freunde. Und das ist genau die Entwicklung, vor der wir als AfD immer gewarnt haben. Unkontrollierte Masseneinwanderung importiert ethnische Unruhen und destabilisiert unser Land. Nein, wir schaffen das nicht, Frau Merkel, sondern Sie schaffen unser Deutschland ab und wir werden das verhindern, liebe Freunde. Unser Rechtsstaat, unsere Art zu leben und unsere Werte sind ernsthaft, mehr als ernsthaft in Gefahr. Und es wird allerhöchste Zeit, die Dinge jenseits politischer, korrekter Sprache und Denkverbote endlich mal beim Namen zu nennen. Das realitätsfremde Experiment von Multikulti ist vor unser aller Augen in einem Gewaltexzess gescheitert, liebe Freunde. Die schweren Ausschreitungen sind leider, so ist es zu befürchten, nicht die letzten gewesen, aber sie sind das direkte Ergebnis einer völlig gescheiterten und unverantwortlichen Politik der Altparteien, die nicht nur gefährlich für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat, sondern für uns alle ist. Und diejenigen, die diese gewaltbereiten Chaoten ständig verharmlosen, sind die Wegbereiter und der Nährboden, auf dem diese Gewaltexzesse entstehen, liebe Freunde. Und eins muss ganz klar sein, das Gewaltmonopol des Staates ist nicht verhandelbar. Es ist eine zentrale Aufgabe des Staates, die Sicherheit und die Unversehrtheit seiner Bürger zu garantieren. Und wenn er das nicht mehr gewährleisten kann, dann droht alles, dann wird alles ins Rutschen geraten, liebe Freunde. Unser Land benötigt jetzt endlich einen grundsätzlichen Richtungswechsel in der Migrations-, Integrations- und in der Sicherheitspolitik. Und den gibt es nur mit uns, der einzigen Alternative für Deutschland, liebe Freunde. Und ich sage euch ganz klar, es muss jetzt Schluss sein mit der Hetze gegen unsere Polizei. Schluss mit realitätsfremder linker Multikulti-Romantik und Schluss mit der Zerstörung unserer inneren Sicherheit. Wir Bürger haben ein Recht darauf, uns in unserem Land sicher zu fühlen, liebe Freunde. Eine neue Normalität mit Krawallnächten, Migrantifa wird es mit uns, der AfD, niemals geben. Und ich sage eines ganz deutlich an die Adresse dieser Migrantifa. Die Party ist jetzt vorbei. Herzlichen Dank. Und ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen an Charlotte Samland aus dem Landesvorstand vom Kreisverband Mannheim. Dankeschön. Super. Ja.
Hallo, liebe Freunde. Ich bin sehr froh, heute wieder hier sein zu dürfen. Und ich bin noch glücklicher, dass diesmal wirklich viele gekommen sind, dass es über 300 sind und wir hier friedlich ein Zeichen setzen unter dem Motto Zurück zum Rechtsstaat. Mein Name ist Ann-Charlotte Samland. Ich bin Beisitzerin im Landesvorstand der AfD Baden-Württemberg und ich engagiere mich politisch vor allem für Familie und Kinder. Mein heutiges Anliegen ist aber sehr ernst. Null Toleranz mit Gewalttätern. Was sich sehr plausibel anhört, ist leider mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr in unserem Land, in dem immer mehr Kuscheljustiz herrscht. Ich bin Mannheimerin und ich erlebe tagtäglich, wie viel Gewaltverbrechen in unserer Stadt geschehen. Und es erschreckt mich, denn auch in meiner Rolle als Mutter wünsche ich mir, dass unser aller Kinder das maximale Maß an Sicherheit erfahren. Viel zu wenig wird in Mannheim und im Rest des Landes getan, um Gewalt an Frauen und Kindern zu verhindern. Und die AfD ist offensichtlich die einzige Partei, die klar fordert, Opferschutz geht vor Täterschutz. Auf meiner Facebook-Seite habe ich am Freitag über den aktuellen Freiburg verhandelten Prozess berichtet, der um eine Gruppenvergewaltigung geht aus dem Jahr 2018. Angeklagt sind 11 Männer, mehrheitlich Flüchtlinge, mit dem Vorwurf Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung. Das Opfer, damals eine 18 Jahre alte junge Frau, sollte jetzt erneut aussagen. Aber aufgrund ihres Traumatas ist sie dazu nicht in der Lage. Es darf nicht sein, dass sich Opfer hierzulande rechtfertigen, beweisen müssen, immer und immer wieder. Für diese Frauen ist die ständige Konfrontation ein zweites Martyrium. Und als Pädagogin kann ich euch sagen, viele Mädchen und Frauen, die vergewaltigt wurden, die haben Schamgefühle. Und das Land hat eine soziale Verantwortung, den geschädigten Opfern die nötige Hilfe zu geben, die sie brauchen, aber nicht ihr Leid zu vergrößern. Und ich kann es wirklich nicht verstehen, denn ausgerechnet hier im grün regierten Baden-Württemberg, wo sind denn die Feministinnen, die angeblich einstehen für die Rechte der Frauen? Ich weiß es nicht, wo sind sie denn? Vielmehr ist es so, dass die Regierung endlich aktiv werden muss. Und nochmal, Opferschutz geht vor Täterschutz. Hier findet eine Zweiklassenjustiz statt. Wer seine GEZ-Gebühr nicht bezahlt oder seine Steuer nicht ordentlich abführt, der wird in Ketten gelegt. Wer aber vergewaltigt, der kommt nicht selten mit einem blauen Auge davon und bekommt eine Strafe auf Bewährung. Das darf nicht sein, meine lieben Freunde. Und ich muss sagen, ich schäme mich. Ich schäme mich wirklich, wenn ich sehe, dass Steuerhinterziehung scheinbar schwerer wiegt als Vergewaltigung. Es ist ein Zeichen des Missbrauchs an unserem Rechtsstaat oder an unserer Rechtsstaatlichkeit. Und ich sehe hier auch vor allem die Inkompetenz bei der Bundesjustizministerin Lambrecht im Fokus. Täter, die aus Kulturen stammen, die ein gewaltaffines, patriarchalisches Gesellschaftsbild verkörpern und Frauen und Kinder hier schänden, haben in einem freiheitlichen Land nichts verloren. Kein Mädchen, keine junge Frau ist Freiwild. Und jetzt möchte ich zu noch einem sehr ernsten Thema kommen. Gerade die Ehrenmorde und die Ehrverbrechen sind in unserem Land nach wie vor mit einem Tabu belegt. Und Grund dafür ist, dass linksgrüne Utopisten die Fakten nicht beim Namen nennen wollen. Stattdessen werden Täter, die ein rückwärtsgewandtes Frauenbild haben, viel zu häufig entschuldigt. Als ob diese Gewalttaten dadurch weniger widerwärtig wären. Und diese feige Ignoranz
die verhöhnt die Opfer Tag für Tag. Im Namen der Ehre werden Mädchen und junge Frauen emotional erpresst, gedemütigt, sexuell unterjocht oder missbraucht und zwangsverheiratet. Und das alles unter unseren Augen. Ist die vermeintliche Ehre der Familie beschädigt, weil die Tochter, die Schwester oder die Cousine etwas Unreines getan haben soll, dann kann sie das am Ende ihr Leben kosten, weil ein Verwandter sie ermordet. Ja, Gewalt an Frauen und Kindern gibt es in allen sozialen Schichten und Kulturen. Das steht außer Frage. Aber insbesondere diese sogenannten Ehrverbrechen, die stehen im Kontext archaischer Weltbilder und die gehen auf Parallelgesellschaften hier unter uns zurück. Was uns allen klar sein muss, wir importieren Verbrechen in unsere Gesellschaft, in der die Selbstbestimmung der Frau doch längst selbstverständlich war, muss man ja heutzutage schon sagen. Und ich würde Herrn Kretschmann doch an dieser Stelle zu gern mal fragen, wie wollen Sie damit künftig umgehen? Denn wegsehen dürfen wir nicht. Die AfD wird es nämlich nicht tun. Null Toleranz mit Gewalttätern heißt auch Null Toleranz beim Thema Kindesmissbrauch. Das ist nämlich ein weiteres Thema, wo wir nicht wegsehen dürfen. Im bundesweit bekannt gewordenen Missbrauchsskandal von Bergisch Gladbach wurde im letzten Monat eine der Führungsfiguren des pädophilen Rings in der Ortenau festgenommen. Der Täter war Administrator der Chatverläufe, also darüber wurde interagiert über Chats, zusammenhielt. Auf dem Handy dieses Täters fand sich erschreckendes Beweismaterial. Man entdeckte mehrere Kinder, die missbraucht wurden, zu dem Zeitpunkt noch, und darunter auch ein 3 Monate altes Baby. Dieser Ring der Pädophilen funktioniert wie ein Schneeballsystem. Und man wurde auf weitere Täter aufmerksam, die teilweise ihre Taten filmten und mit Chatpartnern austauschten. Wenn ich so etwas höre, bin ich auch selbst ergriffen, weil ich Mutter bin. Und ich glaube, ganz viele von euch sind es auch, weil ihr Kinder habt, Enkelkinder und es einfach für uns schwer ist, das zu begreifen. Selbst die Ermittler haben bekannt gegeben, dass sie Einblicke gewonnen haben, die so wörtlich das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen sprengen. Das sind Meldungen, die uns sehr bewegen. Und unsere Regierungen haben die Pflicht, die Behörden zu unterstützen, dass diese bestialischen Fälle aufgedeckt werden. Und was wir in keinem Fall brauchen, das sind Debatten über die Anregung der Entkriminalisierung der Pädosexualität. Das brauchen wir auf gar keinen Fall. Ich möchte zum Schluss kommen. Die Kinder, die sind unser aller Zukunft. Und es muss die Verantwortung eines Staates sein, unsere Schützlinge davor zu bewahren, Opfer von solch unsagbarem Leid zu werden. Keine Kinderseele hat das verdient. Nicht hier und sonst auch nirgendwo in Deutschland. Deswegen ist es im Ansinnen der AfD zu sagen, zurück zum Rechtsstaat. Vielen Dank. Ja, unser vorletzter Redner, den darf ich jetzt gleich auf der Bühne begrüßen. Dann wird nochmal Dr. Alice Weidel zu uns sprechen. Jetzt für Sie, auch aus dem Landesvorstand, Dr. Volker Keck. Noch ein bisschen höher. Ja, danke, lieber Markus. Liebe Parteifreunde, liebe Mitstreiter, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass ich heute vor Ihnen hier sprechen darf. Wir haben uns heute hier zu dem Motto getroffen, zurück zum Rechtsstaat. Ich möchte Ihnen etwas, ich bin ja Ingenieur und denke vielleicht ein bisschen mechanisch, zu den Mechanismen des Politikversagens und welche Gefahren wir
welche Gefahren uns daraus erwachsen. Das soll mein Thema sein. Da randalieren, demolieren, attackieren junge Menschen, die, wie wir mittlerweile wissen, überwiegend Migrationshintergrund haben in der Stuttgarter Innenstadt. Sie greifen aggressiv und offensiv die Polizei an. Diese wird mit Eisenstangen, Steinen, Flaschen und weiß was sonst noch in nie gekannter Brutalität angegriffen. Wie wir dann erfahren, kann die Polizei in Stuttgart erst in den frühen Morgenstunden die Situation halbwegs unter Kontrolle bringen. Das Ergebnis kennen wir. Ich frage Sie, ist so etwas noch normal? Wer trägt die politische Verantwortung? Und was wurde unternommen, um diese bürgerkriegsähnlichen Zustände zu vermeiden? Die Erklärung der Politik- und polizeiverantwortlichen Entscheidungsträger muten angesichts der tatsächlichen Vorfälle und Schäden geradezu als Hohn an. Man erklärt das so, es hätte sich um eine Überreaktion der Event- und Partyszene von Stuttgart gehandelt. Ist das nicht eine unglaubliche Verdrehung der Tatsachen und Ausblendung der Realität, meine Damen und Herren? Doch kommen wir zu den Mechanismen. Ich hatte es schon angekündigt. Was sind die Mechanismen? Erstens, man lässt unkontrolliert Menschen aus fremden Kultur- und Wertegemeinschaften in unser Land. Zweitens, sie integrieren sich weder wirtschaftlich noch kulturell. Drittens, man übergeht die Bedürfnisse der Gesellschaft und setzt sie einem ungewissen sozialen Experiment aus. Viertens, man überlässt diese Menschen sich selbst. Es erfolgt eine Ghettobildung, wie wir sie aus anderen europäischen Metropolen, zum Beispiel in Frankreich, in Form der Banlieues antreffen. Fünftens, diese Menschen grenzen sich aus der Restgesellschaft aus, was unweigerlich zu überdurchschnittlicher Kriminalität und extremer Gewaltbereitschaft führt. Sechstens, Straftaten und Vergehen von Menschen mit Migrationshintergrund bleiben durch behördliche Anordnungen meist unberücksichtigt oder werden zumindest strafmildernd behandelt. Siebtens, die Zersetzung der staatlichen Autorität ist jedoch auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Betroffenen ihre Sonderrechte vehement einfordern, wohl wissend, dass sie diese als Geflüchtete in unserem Land genießen. Achtens, erschwerend kommt hinzu, dass diese Menschen auch im Falle eines strafbewehrten Vergehens kaum drastische Einschränkungen fürchten müssen. Damit werden Strafen und Maßregelungen bedeutungslos. Neuntens, wirksame Maßnahmen, die eine wirkliche Strafe bedeuten würden, nämlich die Abschiebung in das Herkunftsland, finden so gut wie nie statt oder werden durch die politisch Verantwortlichen aktiv verhindert. Genau diese Politik ist ursächlich für die Zustände, wie wir sie in Stuttgart, aber auch in anderen europäischen Metropolen derzeit erleben. Meine Damen und Herren, fordern wir konkret Herrn Kretschmann, den Ministerpräsidenten, Herrn Strobel, als Innenminister von Baden-Württemberg auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass diejenigen, die sich nicht an Recht und Ordnung halten, mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Wer mutwillig anderer Hab und Gut beschädigt, die körperliche Unversehrtheit anderer missachtet, muss im Zweifelsfall aus unserem Land verbracht werden. Wir haben es satt, immer nur leere Worte und Bedauern zu hören.
Offensichtlich ist es nichts als leeres Geschwätz, wie man im Schwäbischen zu sagen pflegt. Jetzt müssen Taten folgen und Konsequenzen gezogen werden, sonst laufen der Staat und unser Land direkt in ein Bürgerkriegschaos. Wir, die AfD, stehen für die Einhaltung der demokratischen Grundordnung und fordern die kompromisslose Umsetzung des Rechts. Liebe Parteifreunde, kämpfen wir mit voller Überzeugung und Motivation für den Erhalt bzw. für die Rückkehr zum Rechtsstaat und der Erhaltung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der uns bis hierher gebracht hat. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das Beste kommt am Schluss. Jetzt nochmal für Sie unsere Alice Weidel. Wir haben vorhin gehört, die tollste Frau Deutschlands neben der eigenen. Alice, komm auf die Bühne. Vielen Dank. Liebe Freunde, wir sind jetzt am Schluss unserer wichtigen Demonstration für die Polizei und für den Schutz unseres Rechtsstaates. Ich möchte mich bei euch allen für euer Kommen auch über weite Strecken bedanken. Dankeschön an euch, aber ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, mich bei den gesamten Kollegen zu bedanken, die in die Organisation, in der kurzfristigen Organisation involviert waren. Lieber Markus Frohnmeier, danke für die kurzfristige und großartige Organisation. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bei der neu aufgestellten Landesgeschäftsstelle des Landesverbandes Baden-Württemberg bedanken für die Unterstützung dieser Demonstration. Mein herzliches Dankeschön an den neuen Landesgeschäftsführer Hannes. Dankeschön für deinen Einsatz. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Videounterstützung, für die gesamte Technik, für den Livestream, der hier so gut funktioniert hat. Lieber Jürgen, du bist unermüdlich für die Partei unterwegs, ehrenamtlich überall. Landesparteitage, Demonstrationen wie heute, du bist immer da. Du bist so ein toller Mann. Vielen herzlichen Dank, Jürgen. Dankeschön für deine Unterstützung heute. Ihr seid wirklich ein klasse Team. Dann möchte ich mich für die Sicherheit und den Schutz hier bedanken. Lieber Chris, danke, dass du immer da bist mit deinem Team, um uns hier zu schützen. Dankeschön an Chris. Super. Und dann natürlich als letztes vielen herzlichen Dank bei der Polizei und den Sicherheitskräften, die unsere Veranstaltung heute gesichert haben. Vielen herzlichen Dank und auch an euch. Kommt bitte gut nach Hause. Achtet darauf. Achtet bitte darauf, hab das letzte Mal, als ich hier vom Platz runtergefahren bin, habe ich fast einen halben Herzinfarkt bekommen, als ich jemanden mit so einer AfD-Jacke hier durch die Stadt laufen sah. Bei dieser Demonstration, achtet bitte darauf, die AfD-Marker, wenn ihr kein Personenschutz oder mit einer halben Fußballmannschaft unterwegs seid, bitte abzunehmen, denn ich mache mir um eure Sicherheit extrem große Sorgen bei den Zuständen, die in dieser Stadt heute herrschen, bei den Linksextremisten, bei der Antifa, bei der Migrantifa, die auch vorige Woche diese Stadt in Schutt und Asche gelegt haben. Passt auf euch auf, kommt gut nach Hause. Vielen herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank, liebe Gäste, liebe Besucher. Noch ganz kurz ein paar Informationen, wie wir uns am besten jetzt hier wegbewegen. Ich würde Sie bitten, dass Sie einfach langsam und zügig hier den Platz verlassen und am besten hier rechts rausgehen. Bitte nicht nach links gehen, sondern hier, so wie Sie heute angereist sind, dass wir hier zügig heute den Platz räumen. Gehen Sie zügig zu Ihren Fahrzeugen zurück. Kommen Sie gut heim, passen Sie auf sich
auf. Ich würde dann jetzt offiziell die Kundgebung schließen, quasi fürs Protokoll. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Singen wir noch Nationalhymne? Ja. Machen wir. Ja, nee, wir können. Was denn, die Hymne oder was? Also, dann natürlich gerne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Wow. Müssen wir jetzt, warum haben die jetzt einen Bus? Warum fahren die jetzt einen Bus hierher? Ja, das ist